Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, ist es heute soweit. Ich muss gerade das Kabel zurechtziehen. So. Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt hier zwei Lampen von der Refactory gestellt bekommen habe, die wir dann auch weiter in Benutzung haben werden, und zwar beim Thorsten auf dem Waterbox Aquarium. Wir werden uns die Dinger jetzt hier mal genau angucken. Ich habe die beiden Lampen hier. Ich habe hier unten auch schon die Befestigungsschiene liegen. Das heißt, wir bauen das im Prinzip alles mal vollständig auf. Ich habe hier einen großen Galgen aufgebaut, deshalb auch hier die Stange im Bild. Ja, alles in allem bin ich mal gespannt. Und Lichtmessung machen wir auch. Ich habe unten mal mein Spektrum von meinen jetzigen Lampen unten abgegriffen und möchte mal dann im Endeffekt rausfinden, im weiteren Verlauf dieses Videos, können wir das Spektrum anpassen? Können wir an die Leistungsdaten ran, die dementsprechend da unten von meinen Lampen im Moment gebracht werden? Ist die Lampe dazu fähig? Es handelt sich hier tatsächlich jetzt um die Pro M Blue. Das heißt, wir haben einen höheren Blauanteil. Aber wir können natürlich auch hingehen und hier dementsprechend ein Vollspektrum einstellen, wenn wir ein entsprechendes Messgerät hier haben. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich schnappe jetzt schon mal die erste Lampe und dann gucken wir uns erstmal an, was das für ein Gerät ist. Beziehungsweise für mich ist es ja absolutes Neuland. Ich habe diese Lampe tatsächlich noch nie live in Action gehabt, gesehen. Und von daher ist das jetzt hier für mich tatsächlich Premiere. Und der Karton ist nicht gerade leicht. Also es ist tatsächlich einiges an Gewicht hier. Wichtig noch zu sagen ist, auf der Kopfseite haben wir hier schon mal den entsprechenden QR-Code, den wir nachher für die Verbindungsroutine brauchen. Und da haben wir das gute Stück. So, das könnt ihr natürlich jetzt nicht ganz so toll sehen. Ich hole sie mal aus ihrer schönen Verpackung hier raus. Und ja, das ist ein Strang-Gussprofil hier, so wie es ausschaut. Sehr schön gearbeitet, das Ganze. Unterschied zu meinen jetzigen Lampen fällt mir natürlich direkt auf. Wir haben hier Linsen drauf anstatt Reflektoren. Das ist schon mal eine ganz andere Technologie. Die hat Gewicht. Hier oben haben wir den Lüfter verbaut. Das ist auch ein Unterschied zu meinen jetzigen Lampen. Aber das ist ja nicht im Endeffekt Thema hier. Wir wollen uns ja dieses wunderschöne Stück Ingenieurskunst hier mal anschauen. So, ich lege sie mal hier auf den Tisch und dann gucken wir mal weiter, was wir alles noch so haben kriegen, was ich jetzt gleich hier noch zusammenbauen muss, damit das Ganze funktioniert. Ja, eigentlich nicht wirklich mehr so viel. Und tatsächlich nur die entsprechende Kabellage. Und das war's schon. Aber ja, das ist nicht so viel. Gut. Bedienungsanleitung lasse ich mal draußen. Ihr wisst, ich habe da eh keinen Plan von. Und da ich diese Art von Lampen noch gar nicht kenne, wollen wir doch mal gucken. Ich würde sagen, ich packe jetzt gleich, schon mal die zweite Lampe gleich mit dabei aus. Aus dem einfachen Grund, wie gesagt, ich möchte auch hier ans Montagesystem dran. Das zeige ich euch gleich. Wir machen kurz einen Schnitt. So Leute, willkommen im Chaos. ist tatsächlich eigentlich recht einfach gewesen, das Ganze zusammenzubauen. Gehen wir es hier mal durch. Wir haben hier zwei Aufhängungen, ich glaube, die kann man hoffentlich sehen. Die werden einfach nur mit einer Schraube, blende ich euch separat mal ein, einfach hier verschraubt. So, dann geht es hier hoch und ich habe hier an der Seite, mache ich auch ein separates Bild von, da ist nochmal eine Hülse, die wir in die Decke schrauben können. Also das ist erstmal jetzt hier die Hängevariante. Weil ans Waterbox wollten wir jetzt nicht die Arme dran packen. Grundsätzlich ist es so, dass diese Lampen ohne entsprechendes Mounting-System ausgeliefert werden. Also da sind auch keine Seile oder sonst irgendwas dabei. Das müsst ihr im Vorfeld wissen. Ja, das heißt also, wenn ihr euch die Lampen holt, dann müsst ihr auch das entsprechende Mounting-System, was für euer Aquarium dann dementsprechend passt, ob das jetzt Arm ist oder wie hier die Hängevariante, müsst ihr euch dann noch dazu holen. Ja, wir haben hier im Prinzip
Das kann ich frei verschieben. Diese, ja, hoffentlich geht das jetzt alles vernünftig hier. Das sind einfach nur Schienen, die seitlich reingepackt werden. Mehr nicht, wenn ich das jetzt wieder hinkriege. Und dann kann ich das hier auf der Schiene frei verschieben, so wie ich das gerne hätte. Und ausrichten, so wie ich das gerne hätte. Ich habe das jetzt hier mit Kabelbindern gemacht. Wir haben hier noch solche Aufnahmen. Die werden im Prinzip hier oben drauf geklebt und dann kann ich die Kabel dadurch sauber, vernünftig führen. Ja, ich habe das jetzt mit Kabelbindern gemacht, weil wir das beim Thorsten ja noch final ausrichten werden und dann dementsprechend kommen auch noch Bars dazu. Also da müssen wir mit den Kabeln sowieso noch schauen, wie das alles läuft. Von daher lasse ich mir die jetzt erstmal hier frei. Ja, verkabelt habe ich alles, Strom ist da. Dann haben wir hier an dem Ende, ich weiß nicht, ob man das vernünftig sieht, hier ist unser QR-Code drauf. Genau der gleiche, der sich auch hier auf der Kopfseite des Kartons befindet. Zu der entsprechenden Seriennummer, zum entsprechenden Gerät. Das heißt, wir machen jetzt erstmal eine Verbindungsroutine, setzen das Ganze unter Strom. So, und in dem Moment, wo das jetzt hier unter Strom geht, dann muss ich mal ein bisschen gucken, dass das mit dem Video vernünftig funktioniert. Die werden jetzt erstmal verbunden. So, der Herr sprach, es werde Licht. Ich fand den Schalter. Vielleicht andere auch nicht. Gut, so. Dann nehme ich euch jetzt mal mit aufs Handy. Und wir machen jetzt hier zusammen kurz die Verbindungsroutine. Ja, für mich ist es tatsächlich Neuland. Geräte. Add Device. Und da haben wir die Auswahl Reef Bar 2, Reef Flare, Reef Bar und Reef Flare XS. So, was anderes haben wir nicht. Wir bleiben bei den Reef Flare weiter. Dann gehe ich auf Scanne. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir den QR-Code hier sauber abgescannt kriegen. Ja, das ist, wenn er nicht sauber ist, mir jetzt gerade zu dumm. Ich nehme jetzt die vom Karton. Weil da haben wir ja auch noch eine Möglichkeit. So, Nummer 1 haben wir. Na, das ist hier aufgrund der Tatsache, dass dieses Fähnchen nicht gerade, nicht glatt ist, tatsächlich ein Problemchen. Aber wir haben es ja noch auf dem Karton, von daher kein Problem. Verbinden. Ja, möchte ich. Jetzt muss ich mal eben kurz hier wieder ein bisschen spicken, weil ich brauche mein WLAN-Passwort wie immer. Diesmal bin ich nicht vorbereitet. Gucken, ob das hier so funktioniert. So, wir nehmen uns dieses Netzwerk hier oben und dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt, Moment, funktioniert hat. Kopieren. Passt. Wie Sie sehen. Ah. Wir sind gerade ein bisschen langsam. So, weiter. Ja, möchte ich verbinden. Das Übliche, was ich jetzt hier immer kriege, dann sage ich da unten vollständig. Er versucht sich jetzt wieder mit dem normalen Netzwerk zu verbinden. Funktioniert natürlich nicht. So, wir gehen einmal auf zurück. Und da werde ich gefragt, wo sie herkommt. Ich packe sie jetzt erstmal ins Shallow rein. Dann sage ich speichern. Und wo bist du? Da ganz unten ist sie. Sehr schön. Das ist die Nummer 1 gewesen. So, jetzt machen wir die zweite auch noch eben. Moment. So. Er hat mir zwar gesagt, dass die Verbindung fehlgeschlagen wäre, aber trotz all dem, es hat funktioniert. So, und da wir das Ganze
als eine Lampe haben wollen, gehen wir jetzt auf Group Device. Licht 1, nenne ich das jetzt einfach mal, so schlau wie ich bin, hier speichern. Und wir müssten das jetzt als Licht 1 haben. Exactement. Da können wir jetzt drauf gehen. So, verbinde. Und da steht's. Gesamtintensität etc. pp. Das ist natürlich einiges. So, steht es auf 100%. Und jetzt gehe ich mal eben kurz hier. So Leute, was lange währt, wird endlich gut. Ich habe mich mit dem System und ja, mit dem Licht dieser Lampe mal ein wenig vertraut gemacht. Es ist es ja so, das ist die Blue-Variante, heißt, wir haben einen sehr viel höheren Anteil an blauen LEDs. Und wenn ich damit ein normales weißes Vollspektrum darstellen möchte, muss ich natürlich einiges runterregeln. So, jetzt habe ich einerseits mir das ganze System mal angeschaut, andererseits ein entsprechendes Spektrum nachgebildet, und zwar das Spektrum von Toms Korallen, was Thorsten in seinem Becken laufen hat. Und dieses Spektrum werden wir jetzt hier nochmal kurz nachstellen, beziehungsweise werde ich euch zeigen, wie es geht und generell mal in die Bedienung gehen. Wenn zwischendurch hier irgendwelche komischen Bildprobleme auftreten, das hat was mit dem Licht zu tun, was ich jetzt einschalte. Weil ich werde ab jetzt auch einen anderen Filter ansetzen müssen. Und jedes Mal, wenn sich das Bild verändert, jetzt bin ich gerade mal kurz warten, bis das jetzt hier, ja, jetzt holt er mich wieder ran. Wenn sich das Licht ein wenig verändert, dann ist es natürlich so, dass hier in der Umgebung ein bisschen was passieren kann. Also achtet nicht auf die komischen Sachen aus dem Hintergrund, sondern schaut hier auf die Lampe. Wir müssen kurz warten, bis die Lampen sich verbunden haben. Und dann nehme ich euch einfach mal mit aufs Pad hier. Und dann schauen wir mal weiter. So, er verbindet, nicht aufs Pad, auf den Rechner. Einmal kurz warten. Please hold the line. Ich nehme das hier mal eben auf. Einmal aktualisieren. So, und da sind sie. So, ihr seht jetzt hier im Dashboard drin, ich habe das Ganze zu diesen Gruppen zusammengefasst, wie eben schon beschrieben. Die beiden Reflares liegen hier drunter. Ich könnte sie jetzt hier tatsächlich noch weiter benennen. Reflare links, rechts. Ja, so wie man das, wie ihr das wollt, damit ihr die identifizieren könnt. Und Fakt ist aber, aufgrund der Tatsache, dass ich die jetzt in eine Gruppe zusammengefasst habe, ist es erstmal so, dass die komplett so agieren, wie eine Lampe. Das heißt, wenn ich jetzt hier meinen Durchlauf starte, ja, jetzt wird es wieder gleich komisch im Hintergrund, dann agieren die von der Einstellung her wie eine Lampe. Auch wenn ich auf einer Lampe was verstelle, wird das mit auf die andere Lampe übertragen. Das heißt, ich kann in der Gruppe arbeiten und in der Gruppe anzeigen lassen, so wie jetzt. Ich kann aber auch hingehen und mir die einzelnen Lampen anschauen. Da seht ihr dann oben bei der Leistung die Leistungsaufnahme der entsprechenden Geräte, der einzelnen. Und wenn ich auf die Gruppe klicke, dann habe ich natürlich die Leistungsaufnahme der kompletten Gruppe da stehen. Zusätzlich noch die angezeigte Temperatur etc. pp. So, ihr seht jetzt hier den Bereich mein Programm. Ja, da habe ich jetzt eben einiges dran rumgebastelt. Ihr seht auf dem linken Bereich, links unten ist das aktuelle Programm, was ich unten abgegriffen habe.
Spektrum. Und oben seht ihr das Live-Spektrum im Prinzip jetzt hier vom Paarwise. Nur zum besseren Verständnis. Ich habe unten bei 27 cm die Lampen hängen und da ist dann auch in der Luft dementsprechend das Spektrum abgegriffen worden. Das gleiche Spiel haben wir hier. Wir sind hier unterkante Lampe bei 27 cm und der Paarwise liegt auch so wie unten. Schön mittig unter der Lampe und wir können jetzt im Endeffekt mal in die Bearbeitung gehen. Wir haben hier unten auf der Unterseite sind Punkte. Die kann ich ansteuern und die Lampe reagiert sofort auf das, was ich an den Punkten eingestellt habe. So, ich habe darunter den Balken Bearbeiten. Gehen wir mal auf Bearbeiten. So, ihr habt jetzt gesehen, das hat jetzt wieder ein bisschen geändert. Hat sich jetzt gerade wieder etwas geändert. Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, warum das so ist. So, gehen wir nochmal dahin. Geht auch wieder zurück. Gut, der zeigt mir dann wohl immer nur gerade kurzfristig das an. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber okay, das ist mein eingestelltes Blauspektrum für den Abend. Und wenn ich hier auf das Spektrum für den Tag gehe und das bearbeite, seht ihr im Prinzip beim Live-Bild hier, was da im Endeffekt passiert. Wenn ich jetzt das Weiß rausnehme. So, der komplette hintere Teil fällt einigermaßen ab. Da ist fast gar nichts mehr. Also im Weiß ist einiges drin. Also nicht nur Weiß, sondern Grün, Gelb, Rot etc. Das ist einiges, wie ich es halt eingestellt habe. So, jetzt kommt es wieder hoch. Und wir haben im Prinzip das Spektrum ähnlich, nicht genau, aber ähnlich wie das, was ich eigentlich erreichen will. So, jetzt kann ich aber genauso gut sagen, Ufbasse, gemischte Korallen. So, das ist ein abgespeichertes Programm gewesen. Wenn mir das alles jetzt hier nicht gefällt, ich wähle den Bereich aus, Entschuldigung, habe hier die Möglichkeit, die Sachen zu importieren oder zu exportieren. Hier kann ich das Ganze umbenennen und hier habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich möchte wieder auf die Grundvoreinstellung zurückgehen. Dann habe ich hier als erstes die Möglichkeit, die Leuchtdauer einzustellen. Da steht jetzt 12 Stunden. 10 bis 12 Stunden sind empfohlen. Und oben läuft dann der Timer mit und dann sehe ich dann ganz genau, was ich an Beleuchtungsdauer habe. Das ist schon mal sehr schön gemacht. Dann gehe ich auch weiter und wähle mein entsprechendes Programm. So, wir haben jetzt natürlich jetzt hier die Blue-Variante. Das heißt, alle Programme sind definitiv blau-lastig hier hinterlegt. So, beim LPS-Programm sowieso. Gehen wir mal aufs SPS. Dann gehen wir auf Weiter. Und dann können wir jetzt hier hingehen und sagen, ja, die Leistungen, die ich gerne hätte. So, jetzt haben wir natürlich die Problematik, ich habe jetzt hier ein paar Meter liegen. Da kann ich jetzt gleich direkt sehen, was Phase ist. Machen wir doch uns mal den Spaß. Können wir gleich auch noch ändern. Und gehen mal auf Volllast. Mal gucken, was die Lampe kann. Ja, SPS-Korallen und go. So, und wir gehen auf den Punkt hier. 100% Leistung. Und die Lampe drückt hier, hat hier gedrückt. Um die 950 Paar. So, die geht jetzt wieder zurück zu der Einstellung von im Moment. Das ist tatsächlich ja noch eine Sache, die ich noch nicht ganz rausgefunden habe. So, dann machen wir es doch mal andersrum. Dann können wir es ja zwischendurch stoppen. Zack. So, gestoppt. 700, aber eben waren es 900 und. Ich müsste das doch eigentlich jetzt hier verschieben können. Ich kann es verschieben, zurück auf den Punkt. Da. 950 Paar. Und das ist dann auch da oben das Spektrum, was dann angezeigt wird. Nicht mehr so viel. Ja, und jetzt geht sie wieder in den Blaubereich rüber. Ja, das können wir uns hier einstellen, so wie wir das gerne hätten. Und
Dann haben wir hier noch die Möglichkeit einer Akklimatisierung. Wenn ich jetzt von einem anderen Beleuchtungssystem komme, zum Teil mit T5 und, dann habe ich die Möglichkeit, hier einen Akklimatisierungsmodus zu wählen. So, Anfangsintensität, Endintensität, dafür muss ich natürlich wissen, wie viel die Lampe drückt, wie viel ich einstellen muss. Es würde sich also empfehlen, sich so ein Gerät mal auszuleihen. Ja, Meerwassersauerborn hat zum Beispiel eins zum Ausleihen. Dann stellt ihr euer Spektrum ein, dann stellt ihr eure Lampe ein, das, was ihr haben wollt, wo ihr hin wollt. Und anschließend könnt ihr das Ganze dann wieder zurückschicken und habt keine zusätzlichen Kosten oder das Ding staubt dann halt nicht vor sich rum. Ihr könnt auf jeden Fall hier die Tage einstellen und ganz ehrlich, wenn ihr von einem komplett anderen Beleuchtungssystem kommt, würde ich das so lange wie möglich wählen. Also so 20, 25 Tage, Ausgangsintensität fangen wir mal unten an. Und ihr seht es euren Korallen ja im Endeffekt im Becken an. So, und dann haben wir jetzt hier dementsprechend was eingestellt. Dann sagst du, okay, da seht ihr schon direkt, zack, der dimmt runter. Und wir haben hier unten Akklimatisierung Tag 1 von 25 stehen. Und dann wisst ihr, okay, alles klar. Hier ist jetzt gerade noch eingeblendet, genau, da war ich jetzt nochmal drüber, da, Akklimatisierung von 27% auf 79% für 25 Tage aktiv. Ich kann das aber genauso gut wieder rausnehmen, anhalten, einfach nur mal wieder da drauf drücken und dann drückst du auf OK, Thema durch. So, da sind wir wieder bei unseren 100%. Gehen wir mal hier runter auf 50. Genau. Gut, dann haben wir, wie gesagt, hier oben noch die Leistungsdaten angezeigt. Einmal die aktuelle Wattage für beide Lampen. Jede Lampe hat 130 Watt Leistungsaufnahme, macht zusammen 260, steht rechts klein. Und auf der linken Seite steht dann halt die entsprechende momentan Stromaufnahme. Werde ich nochmal mit einem separaten Gerät überprüfen. Habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, mache ich aber noch. So, rechts daneben steht die Temperatur. Und zwar ist das die Temperatur hier drin gemessen. Nicht das, was jetzt außen ist. Ja, hier ist auch wirklich Temperatur, die drunter abgestrahlt wird. Ich habe hier mal so ein Temperaturmesser, so ein Infrarotthermometer und halte jetzt mal auf die Kühlrippen hier oben. So, angezeigt haben wir hier im Display 44. Hier werden uns gerade 33 angezeigt. Entschuldigung. So, jetzt halten wir mal unten direkt an die Lampe. Werden, nee, 26, das war falsch. Also gehe ich davon aus, dass die Temperatur, die da angezeigt wird, im Lampeninneren drin angezeigt wird, abgegriffen wird. So, jetzt habe ich es. Gut, haben wir sonst noch was? Achso, ja, verschiedene Modi haben wir noch hier zur Verfügung. Zeitschaltmodus, das heißt, wir können hier hingehen und ein Spektrum einstellen, so wie es wir gerne hätten, wie zum Beispiel jetzt hier, Test 1 oder wie auch immer. Und haben dann hier die Möglichkeit zu sagen, die Lampe soll für diesen Zeitraum diesen Modus laufen. Da können wir uns hier aussuchen, eine Minute, 5, 10 etc. pp. Bis zu 6 Stunden oder dauerhaft an. Ist natürlich kein Programm. Das ist nur das Einschalten des Modus, zum Beispiel zum Filmen. ZB. Oder wenn ich irgendwo die Lampe im Hintergrund laufen habe, Kameraaufnahme. Ihr seht ja selber, was momentan das Licht hier alles mit mir macht hier, mit meinem Hintergrund und das könnte man durch sowas natürlich beheben. So, und dann haben wir noch die Möglichkeit, das Ganze auszuschalten. So, wenn, aus welchem Grund auch immer. Ja, das geht alles hier vor Ort. Ja, es wird im Endeffekt so sein, ich werde das jetzt wieder hier zurückbauen und ich werde in den nächsten Tagen zum Thorsten fahren, dann werden wir das Becken dort in Betrieb nehmen, das Waterbox, und da kommt diese Beleuchtung drauf. Alles in allem bin ich von
der Lampe, so wie sie jetzt hier ist, aufgebaut, Bedienung etc., muss man sich natürlich ein bisschen reinfuchsen in das entsprechende System. Ist es meiner Meinung nach Refactory recht gut gelungen. Wie gesagt, jedes System ist anders. Ich komme jetzt von der Straton her, musste mich ein bisschen darüber einfuchsen, wie gerade eben schon gesagt. Und aber im Endeffekt, wenn man sich damit beschäftigt hat, dann funktioniert das auch. Und eigene Programme herstellen, eigene Lichtfarben ist also auch kein Problem. Ihr müsst halt bloß wissen, was ihr da macht. Und tatsächlich würde ich grundsätzlich immer ein Spektrometer empfehlen. Gerade hier der ITC Parabyte ist ein schönes Ding. Leiten euch aus oder kauft ihn oder wie auch immer. Und ich würde sagen, das ist jetzt erstmal die grobe Vorstellung gewesen. Wir werden das sehen, wenn die Lampe dann beim Thorsten über den Waterbox hängt. Und dann dementsprechend darüber berichten, wie das sich darunter alles entwickelt. Aber es ist schon mal sehr schön zu sehen, dass sich auch eine, ich sag mal, extreme Blau-Variante, so wie hier, dann doch wieder Richtung Vollspektrum konfigurieren kann. Und umgekehrt natürlich. Klar, logisch. Wir werden sehen, wie es kommt. Das heißt, wenn wir das Spektrum angepasst haben und die Lichtintensität angepasst haben, müsste eigentlich beim Umzug alles gut gehen. Ja, alles in allem finde ich die Lampen sehr gelungen und wir werden sehen, wie sie sich im Einsatz schlagen. Und ich habe für heute genug gelabert. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier geschaut habt. Bis zum nächsten Mal, euer Viper. Ciao.